Gut, ihr lieben Maker 9. Im letzten Livestream haben wir uns diesen Mandalorianer-Helm hier zusammengebaut. Und ich wurde dabei gefragt, wie ich denn diesen Helm, diese STL, entsprechend so geschnitten habe, dass ich sie drucken kann. Denn der Helm ist so groß, dass er nicht auf den 250er Voron passt. Von daher muss man die natürlich ein bisschen schneiden. Auf dem 300er Voron oder am 300er Drucker mit einem 300x300er Druckbett würde die Datei draufpassen auf 100%. Aber auf kleinere Drucker leider Gottes nicht. Und ich habe jetzt mal drei Tools für euch rausgesucht, wie man diese Dateien dann entsprechend schneiden kann. Das sind natürlich nicht alle Tools, es gibt noch viel mehr da draußen. Wenn ihr welche habt, schreibt sie mal unten in die Kommentare, weil ich habe jetzt nicht alle rausgesucht und nicht alle reviewt. Das würde sonst den Rahmen des Videos einfach sprengen. Ich würde sagen, wir fangen mal an und den Anfang macht bei mir Tinkercad und dann gehen wir gleich mal rein und schauen mal, wie das aussieht. So, in Tinkercad können wir nämlich ganz einfach STL-Dateien importieren. Und ich fange jetzt hier einfach mal an mit einer ganz einfachen Datei, mit einem Fidget Spinner und packe den hier auf die Arbeitsplatte. Das dauert jetzt ein bisschen, weil die Datei halt entsprechend ins Internet geladen werden muss. Und die drehe ich natürlich erstmal so, dass sie auf der Druckplatte aufliegt. Das kann man machen, wie man will, aber ich finde es da in der Hinsicht ein bisschen ordentlicher, erleichtert uns auch gleich die Arbeit ein bisschen, wie ihr sehen werdet. Als nächstes hole ich mir so einen Würfel und diesen Würfel stelle ich auf Hollow Mode, also als auf Subtraction Mode und ziehe den hier über die Hälfte von diesem Fidget Spinner drüber. Und den dupliziere ich dann jetzt in diesem Falle mit Command D oder mit Steuerung D und ziehe den dann nochmal auf die andere Hälfte rüber. So hat man nämlich dann einen nahtlosen Übergang von der einen Bohrung zur nächsten Bohrung. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kann ich das Ganze auswählen? Und das ist eigentlich ganz einfach. Also wenn man jetzt den Fidget Spinner selbst nochmal auswählen will, kann man natürlich erstmal alles auswählen. Dann hat man ihn auf jeden Fall. Oder man zoomt jetzt wie hier einfach rein und kommt dann in das Objekt rein und kann dort dann den einzelnen Fidget Spinner auswählen. Diesen Fidget Spinner dupliziere ich erstmal und kopiere ihn dann mit der einen Bohrung und dann nehme ich den anderen übrigen Fidget Spinner und kopiere ihn mit der zweiten Bohrung und somit haben wir zwei Fidget Spinner Teile, die man dann auch entsprechend separat bewegen kann, wie jetzt hier, oder auch separat modifizieren kann oder aber auch exportieren kann. Ein kleines Manko bei der ganzen Geschichte ist natürlich, dass entsprechend bei Tinkercad große Dateien nicht funktionieren. Das heißt also, große, komplexe Dateien wie zum Beispiel dieser Mandalorianer-Helm gehen leider nicht, weil das sprengt den Rahmen von Tinkercad und damit kommt es einfach nicht klar. Die nächste Variante wäre natürlich MeshMixer. MeshMixer ist schon ein bisschen altbekannt, ist auch von Autodesk und ist, finde ich, nicht die intuitivste Variante von den drei Programmen, die ich heute vorstelle. Funktioniert aber tadellos, wenn man weiß, wie es geht. Und das schauen wir uns jetzt gleich mal an. Also, wir öffnen erstmal, wie gewohnt, in MeshMixer die STL-Datei von Mandalorianer-Helm. Ihr seht, MeshMixer hat damit kein Problem. Den drehe ich mir natürlich auch, gerade so, wie ich lustig bin, zurecht, sodass ich ihn halt senkrecht auf der Arbeitsplatte stehen habe. Und auch ungefähr ein gutes Feeling dabei habe, wie denn jetzt entsprechend diese Ebenen geschnitten werden. Das müsst ihr nicht machen, das ist jetzt reine Geschmackssache, aber ja. Und als erstes gehen wir mal hin und machen bei dem Helm einen Plane Cut. Das können wir über Edit und dann Plane Cut bewerkstelligen. Und dann gibt es ein Detail, was ihr beachten müsst, nämlich die Cut-Methode selbst. Also ihr solltet nicht Cut and Discard Half machen, sondern ihr solltet Slice and Keep Both auswählen über das Dropdown oben. Das bedeutet nämlich bei Cut and Discard Half, dass ihr einen Schnitt macht und die eine Hälfte wegwerft. Das wollen wir natürlich nicht, die ist dann für immer weg, sondern wir wollen natürlich beide Seiten entsprechend behalten. Und das erreichen wir, indem wir ein Slice mit Keep Both machen. Wenn wir das gemacht haben, machen wir das gleiche nochmal entsprechend natürlich nochmal einmal komplett senkrecht durch den Helm durch und nochmal entsprechend in der anderen Richtung durch den Helm durch, sodass wir insgesamt 8 Teile bekommen, die wir dann auch ohne Probleme auf dem Druckbett platziert bekommen, um sie dann ganz einfach zu drucken. Wenn wir damit fertig sind, gehen wir einfach auf Separate Shells und damit können wir dann auch im
Object-Browser später, der sich dann automatisch öffnet, sehen, dass jetzt der Helm aus vielen verschiedenen Teilen besteht und diese einzelnen Teile können wir natürlich auch als SDL für unseren Slicer später exportieren. Die dritte Methode im Bunde ist, über den Slicer zu gehen, und der bekannteste Slicer, der halt entsprechend auch Cuts machen kann, ist natürlich der Brewster Slicer, aka der Super Slicer, und den schauen wir uns hier mal an. Das ist nämlich auch ganz easy, so habe ich meinen Helm geschnitten. Ich finde, das ist am intuitivsten, am einfachsten zu benutzen und man braucht nicht noch ein extra Programm und es geht alles wirklich in einem Programm drin. Und zwar öffnen wir dafür einfach mal den Super Slicer in diesem Falle und ich öffne jetzt hier die Datei vom Mandalorianer Helm und wir packen die einfach mal auf die Druckfläche. Die ist natürlich noch nicht korrekt ausgerichtet. Das ist halt das, was ich immer mache, dass ich erstmal die Datei richtig ausrichte, so wie ich sie mir entsprechend auch drucken würde. Als nächstes gehen wir hin und machen hier auch einen Plane Cut quasi. Genau wie in Mesh Mixer können wir das da unten über das Werkzeug machen und wir können da auswählen, okay, behalt uns beide Teile und lassen einfach die Häkchen, wie sie sind, positionieren noch ein bisschen die Schnittkante oder die Schnittfläche entsprechend und sagen dann, okay, das passt mir so, das will ich so haben. Und was Super Slicer jetzt hier macht, ist einfach ganz genial. Es macht zwei Teile draus und positioniert die nebeneinander. Die sind zwar jetzt noch nicht ganz so druckbar nebeneinander geplatziert, aber schon mal halbwegs. Ich schiebe jetzt mal hier den unteren Teil zur Seite und mache jetzt noch mal einen Schnitt mit dem oberen Teil, den drehe ich nochmal um 90 Grad, dass ich da auch eine Kante habe, an der ich sinnvoll schneiden kann. Guck, ob das so ein bisschen sinnvoll platziert ist und dann sage ich, ja, okay, ja, das sieht schon ganz gut aus. Nochmal ein bisschen, ja, da ungefähr. Und dann sage ich, okay, passt mir soweit, mach mir nochmal einen Schnitt. Das dauert dann nochmal eine Sekunde und schon habe ich wieder zwei Dateien, die ich dann auch nochmal rechts oder links zur Seite schieben kann. Und auch wie hier jetzt noch mal ein bisschen drehen kann. Und dann sieht man, es passt noch nicht ganz aufs Druckbett, oder? Na? Da mal 45 Grad winkeln und dann noch mal rüberziehen. Ach doch, seht ihr? Das ist das Geniale an Super Slicer. Das sieht man jetzt natürlich bei Tinkercad oder Mesh Mixer nicht. Passt die Datei drauf. Das Feedback hat man hier natürlich direkt und instant. Ist natürlich schon mal Usability halt. Ja? Dann machen wir das gleiche nochmal mit dem unteren Teil, den wir eben gecuttet haben. Den drehen wir auch nochmal auf die Seite und machen dort auch nochmal genauso einen Cut wie eben. Das schaut auch soweit ganz gut aus. Lassen wir einfach so, wie es ist. Cutten das Ganze und drehen die Teile nochmal so, dass wir sie drucken können. Ja, erstmal das eine zur Seite schieben, das auswählen, drehen. Nochmal ein bisschen um die eigene Achse drehen, damit es auch auf die Platte passt, hoffentlich. Ja. Und siehe da, wir brauchen wirklich nur vier Teile zu schneiden, um die auf den 250er Voronzo zu packen. Ist zwar ziemlich grenzwertig an der Stelle, aber es funktioniert, so wie es aussieht, zumindest beim Slicer. Und das ist halt schon von der Usability und von der Intuition her schon ziemlich genial gelöst. So, und jetzt habt ihr alle Teile soweit geschnitten und ihr habt alle Teile soweit ready für einen Druck. Was ich jetzt noch mache, ist, dass ich immer so ein bisschen Organisation reinbringe in die ganze Geschichte. Dass ich also im Slicer mir ein bisschen organisiere, welche Teile habe ich gedruckt, welche Teile habe ich noch nicht gedruckt oder was drucke ich gerade. Und das dann auch wirklich immer regelmäßig abspeichere, nachdem ich irgendwie eine Änderung hervorgerufen habe. So behalte ich für mich so ein bisschen einen Workflow aufrecht, wo ich auch einen Überblick habe. Es ist jetzt nicht viel, es sind jetzt nicht viele Teile bei so einem Helm. Ihr habt es da gesehen, da sind es vier. Ich habe jetzt hier, glaube ich, 8 gebraucht entsprechend oder 10 insgesamt, die ich zusammengeklebt habe. Da kann man den Überblick noch relativ einfach behalten. Ich habe zum Beispiel auf der einen Seite habe ich immer die Teile, die ich nicht gedruckt habe. Dann habe ich eins rübergezogen, habe das gesliced. Habe das auf den Drucker geschmissen. Sobald der Drucker fertig war, habe ich es rübergeschoben auf die linke Seite, Datei gespeichert, fertig. Ja, so habe ich den Überblick für mich behalten. Und dann haben wir natürlich im Livestream dieses Teil hier zusammengebaut. Und das nicht nur einfach so, sondern ihr habt ja gesehen, das haben wir mit dem Kleber hier gemacht. Und der ist recht genial, muss ich echt sagen. Den sind wir gerade dabei am Rausbringen. Ihr seht, da ist noch kein Label, kein gar nichts drauf, kein Packaging, kein Beipackzettel, kein gar nichts. Aber es wird langsam und ich muss sagen, der Kleber ist echt überzeugend für mich. Und wenn ihr Bock habt, so einen Kleber zu testen, kann ich nur sagen, abonniert den Kanal, kommt zu uns ins Discord und wenn ihr den Kleber haben wollt, schreibt mir übers Discord eine Privatnachricht
und dann schicke ich euch so ein Testbatch zu. Wir haben noch, glaube ich, circa 20 von den Flaschen da. 18 bis 20 Flaschen müssten noch da sein. Die sind ohne Label, ohne Gewehr, ohne alles. Könnt ihr aber einfach mal mit ein paar Testdrucken einfach mal probieren und könnt mal Fotos posten, auch auf Instagram posten, könnt uns gerne vertaggen, 3D Fuel vertaggen, Makorama vertaggen und mal gerne entsprechend Bilder davon posten. Würde mich super freuen, wenn ihr da ein bisschen Feedback dazu geben würdet. Wird uns auch weiterbringen in der Hinsicht, weil wir dann nur mit eurem Feedback auch entsprechend das ganze Produkt verbessern können. In diesem Sinne hoffe ich, hat euch das Video ein bisschen weitergebracht. Wenn ja, würde ich mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, würde ich euch tierisch gerne in der Makorama Family begrüßen dürfen. Von daher abonniert den Kanal und ich gehe jetzt mal das Ding hier spachteln und entsprechend lackieren und dann kommt das Feature-Video entsprechend auch in ein paar Wochen. Ich weiß noch nicht, wie lange ich brauche. Ich warte aktuell noch auf den Sprühfiller und auf die Maske entsprechend, damit ihr auch nicht mehr meckern könnt, dass ich keine Maske anziehe. Habe ich mir extra eine Maske mitbestellt. In diesem Sinne, bleibt gesund. Wir sehen uns demnächst wieder. Happy Printing!